Jeder vierte Auszubildende bricht seine Lehre ab. Diese aktuellen Zahlen aus dem Berufsbildungsbericht des Bundesbildungsministeriums gingen heute deutschlandweit durch die Medien. In der Region Neckaralb jedoch sieht es anders aus. Die Handwerkskammer Reutlingen vermeldet lediglich eine Abbrecherquote von 12,5%. Hier schmeißt also nur gut jeder achte Auszubildende hin. Friseure, Bäcker und Maler würden die meisten Abgänge verzeichnen. Zimmerleute und Maurer die wenigsten. Grund für einen Abbruch seien häufig falsche Vorstellungen vom Beruf sowie körperliche und fachliche Überforderung, heißt es von Kammerseite.